24 Angler. There we go! 13 Angeltage. Never surrender. 4 Gruppen. 3 Zielfische. Yes! Eine Finalrunde an einem unbekannten Ort. Yes! Und ein Pokal. Der YPC Bank 2022 wird präsentiert von Hartiwise. Feel the difference. Scotty, Just Grill Anywhere. Und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zur 24. und damit zur vorletzten Folge des YPC Bank 2022. Nach anderthalb Wettkampftagen sieht die Situation folgendermaßen aus. Ton von Hamm von Westin führt die Tabelle mit einer Full Card und insgesamt sehr guten Fischgrößen an. Momentan versucht er mit einem Topwater Black Bass am Lagoa do Fogo seine ersten Bonuspunkte zu ergattern. Sein belgischer Landsmann Landry Rosens von Fish Explorer ist aktuell Zweiter. Er hat ebenfalls eine Full Card und auch schon alle Bonuspunkte, doch seine Fischgrößen sind zum Teil noch sehr ausbaufähig. Nach einem erfolgreichen Vormittag auf Hecht hat er angekündigt, am Nachmittag große Barsche am Lagoa das Chete Cidades fangen zu wollen. Raubfischzentrum-Vertreter Luis Mendez fehlt noch ein Black Bass zur Full Card. Er hat zwar schon etliche Forellenbarsche fangen können, doch ein Maßiger lässt noch auf sich warten. Foxrage Pro-Staffer Patrick Marable hat nach etwas Anlauf und einer dicken Portion Pech nun den Thunder Code am Lagoa das Fornage geknackt. Mal sehen, wann er mit seinen Zandergrößen zufrieden ist und sich dem fehlenden Black Bass widmen wird. Ein Selbstläufer ist diese Fischart bislang nicht. Sowohl Luis als auch Ton haben wirklich zu kämpfen, größere Fische ans Band zu bekommen. Naja, die Größe bringt mir auch nichts. Genau auf der anderen Seite, auf der gleichen Höhe ungefähr jetzt gerade von mir, steht der Ton. Er fischt einen flacheren Bereich ab, quasi die Seite, wo auch der Badestrand ist für die Touristen. Wir werden am Ende des Tages, naja, nicht am Ende des Tages erfahren, wer besser gefangen hat. Das werde ich erst morgen erfahren. Das ist aber auch gut für mich, dass ich heute nicht diesen Druck habe mit der WhatsApp-Gruppe, wo ich regelmäßig irgendwelche Fänge lesen muss von den anderen. Heute bin ich viel entspannter, auch wenn ich jetzt noch nichts gefangen habe, was mir hilft. Aber mal schauen, wer die bessere Vorstellung hatte hier von dem See. Ich versuche es auf jeden Fall ein bisschen tiefer abzufischen hier alles. Should I measure it? No, right? It's too small. You just release it gently. I am from the team Fish Explorer. It's my sponsor. And Fish Explorer, it's a French brand making by fishermen for fishermen. You can find clothes, cap, etc. And you can find also a nice tool. So the glove, you have this tool for pike with a little bit upgrade. It's floating, so we can use it with a belly boat. And the last tool from Fish Explorer, it's a new release. It's this one. It's a rod holder. So I have it on my backpack. You can put the rod into the rod holder like that. And you have your two hands to make your knot, to change the lure, etc., etc. So thank you, Fish Explorer. It's a very nice tool. Nicht so groß wie der gerade eben, aber auf jeden Fall ein schöner Fisch.
wirklich guter Fisch. Ja. Könnte 70 plus haben. So. 71. Mit dem Koffeinchat. Swimming Koffeinchat in KVD Magic. Bringt 71er Zander und vorhin der 79er. I love this bait. Aber auch hier wieder ganz skurril diese Rückenverletzung. Diese Rückenverletzung, die fast die Hälfte der gefangenen Fische von mir bis jetzt hatte. Also ich finde das schon ziemlich crazy, dass sie, warum auch die als junge Fische von Reihern angepickt wurden oder was. Cool, der schwimmt noch hier. Ja. Hab wieder so einen kleinen. Oh Mann. Oh fuck, Alter, jetzt habe ich schlechte Laune. Hard knock life. It's crazy how much small bass there is in this lake. But what a strike. Oh no! No, I love the fish. Oh, it was a good fish. Yeah, it was a pike. Okay. It's why I use a steel wire for fishing perch. Yeah, but it was a pike. It was a nice strike. Boah, wird knapp mit den 62. Vom Wegen wird knapp, Leute. 68. Ja, das ist ein schöner 68er. Weitere 6 cm mehr bedeutet weitere 8 Punkte mehr beim Zander. Wenn ich jetzt richtig rechne. 7,8 Punkte mehr. Ah, der wird gut abstarten. Der wird kurz warten. Weg ist er! Coole Angelei. Wirklich coole Angelei. Macht wirklich Spaß. So, das macht wirklich Bock. Deswegen ist man natürlich auch ganz, ganz entspannt und glücklich, fröhlich. Wären wir alle. Ton nimmt den ersten Gewässerwechsel des Tages vor. Vom Lagoa do Fogo fährt er Richtung Osten an den Lagoa das Fornas. Weshalb er sich dazu entschieden hat, erklärt er euch selbst. Alright, we arrived, finally. It was a longer drive than I expected, but let's see if the plan is going to work. So, as you saw, we first went to the bass lake, we caught a big bass. And then I thought we catch a bass on topwater, but it wasn't that easy. We caught a lot of them, but all too small. And I remember we had a lot of perch action on this lake in the first day. So that's why we are going to try and catch perch on topwater in Lagoa da Fornas, the lake where we fished yesterday. So let's get started and hopefully we can catch a big perch. Or just a perch on top water. We will start off with the spot on walk, top walker, so the spot on, but I might change to a slightly smaller top water lure later on today because it's quite big for the really small perch that I want to catch. I want to catch perch around 23 centimeters, so that's half of the bait. That will be hard with this one, but I think I have some small poppers and stick baits with me that we can try as well. Let's go. So on the first spot, the plan to catch a big perch did not work out. Did not work. What other ideas do you have? Super shallow. Mm-hmm. And the deep area, it's too far from the shore. Okay, so the card that you looked at was not correct, or did you misinterpret it? I misinterpreted because on the map is not so clear.
Okay. The bathymetric map. It's not so clear, and I think it's super deep, but not directly. Yeah, yeah, I understand. There is a shallow area, and after there is a drop, but it's too far from the shore. So okay. I would like to discover the another side of the lake and try in this place. So I think that's a good idea. Yeah. Okay, Landry geht auf die andere Seite, versucht dort die Struktur auszuchecken, ob es da vielleicht ein bisschen schneller tief wird, denn er erwartet die Barsche eher im Tiefen. Und ich werde mich jetzt auf den Weg machen und mal einen anderen Teilnehmer besuchen oder auch zwei. Hängt er jetzt in den Bäumen drin? Puh. Raus aus den Bäumen, yes! Deswegen sage ich euch, Leute, müsst ihr die Rute hochheben. Wenn Gestrüpp da ist, das ist die einzige Chance. Ist natürlich, je steiler der Winkel ist, desto eher kommt ihr aus dem Holz und aus dem Stein und anderen gefährlichen Ecken raus. Und ja, ist ein schöner, mit einer guten Chance, dass ich mich wieder verbessere. So, ich hoffe auf 70 plus und ich hoffe zurecht und ich hoffe auf 72. Das nächste Upgrade für Patrick, der immer mehr Boden auf die Konkurrenz gut macht. Ein 68er ist nun sein kleinster Wertungszander, doch noch scheint er keinen Gewässerwechsel machen zu wollen. Okay, we discovered the another side of the lake. It's totally different. There is a big drop. There is a lot of water. So that smell perch. It's super deep, super, super deep. It was a fish on the drop-off. Shit, it was a perch. It was a perch. I think it was a 40 plus. I will try a spin jig. It's super heavy. This fish super fast, so I will try to find the fish because there is a lot of water. So, I don't know where the fish, of course, and I need to find them. So, I fish fast. When I found the fish, I fish slowly to get the big. Fish. It's a perch. It's a nice perch. Fuck. Fish is there. Oh no. It was 35, something like that. Oh man. It was so close. It's not a super big, but it was a perch. It was an upgrade, so okay. Yeah! Oh! No! No! That was sizable for sure. At least it was the first bite. I try a small popper first.
Bad luck, bad luck, bad luck. We already lost that many topwater fish. Crazy. But now we get them. Small popper. Yeah. Big one. Yeah! First topwater fish. Woo! Let's continue. That's why we came here. I'm not 100% sure, but I think it will be 22. Anyway, we have plenty of time left. Yeah, it's way over the limit. Yes, 10 extra points, baby. Yes! That's why we came here. The plan was clear. We would go for topwater perch, and that's what we're doing. First point, first topwater fish is in. We have three to go. Let's release him. There you go. What a relief. What a relief. Ton holt seine ersten Topwater-Punkte. Luis arbeitet weiter am maßigen Black Bass. Wieder ein kleiner. Und wieder ab. Die sind echt frech, die Kleinen. Mein Köder ist genauso groß wie die, ey. Wahnsinn. Eieiei. Ich muss einfach durchziehen. Einfach Wurf nach Wurf. Ich habe keine Ahnung sonst, was ich hier machen soll. Was mache ich denn hier? Bin ich auf einmal beim YPC Bass oder was? Barsche. Wenn ich keine Barsche will, gucke ich schon. Ah. Wow, 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 wow. Ich will keine Barsche und das war ein guter. Das war ich jetzt selber schuld. Ich hab gedacht, wir hätten nur kleine Barsche. Aber ich meine, muss schon guter sein, dass er den Gummi so beim schnellen Kurbeln gesnackt bekommt. Die Rute war schön krumm. Also ich denke mal, da war ein mit 30er Barsch, vielleicht ein 40er. Hatte also Potenzial, meinen 37er zu verbessern. Why? My such perch. Okay. Where is grandmother? I lose perch, but not pike. Little here. Bleak shot, 6 centimeters. For a little pike. It was cool. But I would like a perch. Same size. Köderfreaks, aufgepasst! Die Beta-Version wurde erfolgreich getestet und somit haben wir großartige Neuigkeiten für euch. Den Monats-Lure-Drop gibt es ab sofort für jedermann auch als Abo-Version. Je nach Abo-Länge kannst du zusätzlich zu der beim Lure-Drop ohnehin üblichen Preisersparnis weitere 10% Rabatt ergattern und was vielleicht noch wichtiger ist, kein Wecker mehr stellen, keine abgestürzten Server mehr, kein Leerausgehen und damit auch keine langen Gesichter mehr. Doch natürlich sind auch im Abo-Modell diese begehrten Schmuckkästchen streng limitiert. Du willst dabei sein? Check www.luredrop.de.
Ihr habt es gefordert, wir erfüllen euch den Wunsch. Der YPC Fans geht 2023 in eine neue Runde. Auf den Booten und an der Seite von Dustin Schöne, Enrico Di Ventura, Dietmar Isaias und Markus Eule kämpfen vier von euch um die Plätze 1 bis 4, die diesmal allesamt mit tollen Sachpreisen belohnt werden. Und das hier ist der Hauptgewinn. Shimano schenkt dem Gewinner eine Hecht und Barsch Angelreise nach Florida, inklusive Flug, Mietwagen, Unterkunft und Guiding auf verschiedenste Zielfische im Süß- und Salzwasser. Dir fehlt das passende Gerät für diesen Trip? Kein Problem, denn mit einer X-Pride Casting bis 21 Gramm kombiniert mit einer SLX DC 71 HG und einer Sustain Spinning bis 120 Gramm kombiniert mit einer Miravel C5000 XG, passender Kairiki-Schnur und 12 Flash Boost Hardbaits gibt es noch fantastisches Tackle obendrauf, damit du für die Jagd auf Peacock Bass, Largemouth Bass, diverse Salzwasserräuber und vieles mehr bestens ausgestattet bist. Wie du am YPC Fans teilnehmen kannst und alle weiteren Infos findest du per Klick auf den Link in der Videobeschreibung. That's good. That's a good start. And now we need to be quick. 23 it is. Second topwater fish. Now we're going really fast. And that was a big school of perch. Let's release him and continue fishing. But of course, first we need to report it. Something I happily will do. What a day again. Another pike with the 6 cm bleak shot. But where is perch? Bleak shot, 6 cm again. Pike again. Wow, ein guter Barsch. Großes Slickshad brachte mir einen 30er Barsch. Aber dick die Murmel. Ja. Oh! Ja! Crazy. I think it's just sizable. 23 approved. Yep. Third topwater fish. He wants to go. Oh, okay, there he is. Funny feel, I guess. Then we report that one as well. I guess we go pike fishing real quick like this. And in the background, the hunting just continued like crazy. We need one more. It's a big school of fish, so. Yeah! Oh! Yeah! That's bigger, actually. Not big, but definitely sizable. Again. The fourth one, and it's off. And we can catch pretty much, we can catch a lot more here, I guess. 26 approved. Not upgrades for me, but important top of the points, and we got them all. The plan is working. Now we try and catch a pike here. So let's release this beautiful last top of the fish. They're so feisty here.
There he goes. What a relief. We got them. Ah, and we can catch so many more. Ton kann den Abstand zu Landry wieder deutlich vergrößern. Die Entscheidung, am Fonage auf Topwater-Barsche zu gehen, stellt sich als die richtige heraus. Mit 40 Punkten mehr geht es nun auf Hecht. Patrick, der nun wieder ein paar Meter weiter links steht, fischt eigentlich noch immer auf Zander. Doch eben gab es bereits einen Ü30er Barsch. Vielleicht kann er ja hier auch noch den 37er verbessern. Also, selbst wenn jetzt die Verbesserung kommt, es werden exakt 3 Würfe mit diesem Köder, außer schreiß ihn ab. Es ist der KVD Magic in 5 Inch am Schäbukopf, 10 Gramm, Offset-Haken. Damit habe ich die großen Zander gefangen, zwar am 7 Gramm Kopf. Nichtsdestotrotz hoffe ich einfach, dass es noch einmal hinhaut. Noch einmal muss er mir einen 70er bringen. Bitte. Und wenn diese 3 Würfe durch sind, muss ich akzeptieren, was Fakt ist, dass zuletzt eine Weißflaute hier reingekommen ist. Ja, man, das könnte ein guter sein. Aber es war der erste Wurf, wird auch kein 70 plus sein. Es war der erste Wurf und ich habe noch 2 Würfe. Daher vielleicht noch größer als ich dachte. Junge, Junge, was war das denn jetzt für eine crazy Flucht? Was ist das für eine crazy Flucht? Und mitten im Holz hier vorne. Ich ziehe einen Ast mit hoch. Ich habe einen dicken Fisch dran und ziehe einen Ast mit hoch. Ich muss gucken, dass ich den Fisch, reinkriege. Und was habe ich gesagt mit den noch 3 Würfen mit diesem Köder? Und er brachte mir den Fisch. Yes! Ein Holzstück. Der Fisch hing drin und er hat sich nicht losgeschüttelt. Was für ein Glück. Endlich ist es auf meiner Seite, Mann. Ja, ich habe einen Fisch durch Vorfachbruch gebrochen, verloren. Ich habe 20 Minuspunkte. Gestern war ein toller Anfang, bescheidenes Ende. Aber heute habe ich endlich mal Spaß gehabt, habe Fische fangen können und jetzt einen richtig schönen Zetti drin. Sorry, dass ich so laut bin, aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für eine Erleichterung ist. Ich habe gestern wirklich an mir gezweifelt, ob ich es nicht drauf habe, ob ich es einfach, keine Ahnung. Aber es ist beim Angeln auch der Spot. Wunderschöner 71er. Darf zurück in seine Heimat. Ist das crazy. Also das Zander von 71, 71, 72, 79. Gestern die Monstren. Boah. Man könnte sagen, der Spot kann was. Ich muss einmal kurz die Steine loswerden aus meinen Wasserschuhen. Ich habe ganz schön weiße Füße. Wir haben wenig Sonne abbekommen die letzten Tage. Was kann ich angeln? Crank läuft ein bisschen zu tief. Zikade läuft zu tief. Also, ich komme auf jeden Fall nicht in vernünftige Bereiche, wo ich diese Köder führen kann. Ich kann es vielleicht mal mit Twitch-Baits probieren, die nicht so tief laufen. Boah, ist das ätzend, ey. Ja, ich mach mal einen Köderwechsel. We sealed the deal. We went to the topwater spot and we quite quickly had our topwater points. So the question is, what do we do now? I think we go pike fishing, something I love. So we have all the perch, we have big zanders. We just have a pike of 65 or 66. We try to remove that one. So that's the plan. Let's try and do it. Here we go.
es ist ein letzter Fisch. Vom Druck her fühlt er sich jetzt nicht so groß an, dass ich sage, nee, ist ein kleinerer. 7. Da ist er. Good release. Wie gesagt, der Gummifisch ist schon durchgenudelt. Und? Ein Mann, ein Wort. Ich habe gesagt, letzter Wurf. Letzter Wurf. Up zu Lake Azul. 7 Cidades ist auch ein Name von dem See. Es ist eigentlich Lago Azul und Lago Verde. Ein Doppelsee. Ich hoffe dort auf gute Barsche. Ich möchte gerne den Barsch upgraden auf einen 40 Plus. Und wenn ich noch einen 80 Plus Hecht reinkriegen würde, würde ich mich auch noch freuen. Alles, was da drüber ist, ja, komm, ist in Ordnung. Nehme ich auch, kein Thema. Also, wir sollen ja nicht undankbar sein. Mal schauen, was noch kommt. Ab jetzt nur noch Spaß haben. Ton mit 40 Topwaterpunkten und Patrick mit 4 Ü-70er Zandern im Gepäck machen jetzt den weitesten Gewässerwechsel, den die Insel zu bieten hat. Vom Lagoa das Fornage fahren sie bis ganz in den Westen zum Lagoa das Sete Cidades, wo Landry weiterhin große Barsche sucht. I just change a spot because there is not a lot of perch. I see only little perch. I caught 2 pike and I lost 1 nice perch. Okay. But there is not a lot of perch, a big perch. So I will try another place of the lake. So I will try here. It's not so deep, but why not? So I will cast a few casts and after we move to another lake. It's Verde and there is a deep area too on this lake. So after I will go there. We arrived in Lagoa Azul, the only lake where I didn't fish yet and where we need to catch one sizable fish to get the 30 bonus points and where we have a bigger chance for a big pike. So let's get started. I'm going to cast a 12 centimeter swim in the beginning in a sinking version. So let's see if we have some big pikes here. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, ne? Würde ich mich auch an den Azul jetzt beamen. Aber ich kann jetzt hier nicht 30 Minuten bis zu diesem Todespfad zurücklaufen und dann da wieder hochklettern. Dann zum Azul fahren. Ich bin jetzt gefangen heute hier. Gefangen im Fogo, gefangen in diesem Vulkankrater. Also, ich bin jetzt in Lagoa Verde und habe ja, einen Tipp bekommen, wo ich das hier probieren sollte. Danke nochmal, lieber Tippgeber. Ich brauche hier meinen maßigen Fisch, weil ich möchte selbstverständlich das zweite Gewässer abhaken und damit die Chance haben, am Ende von der ganzen Geschichte zumindest die Bonuspunkte für die kompletten Gewässer zu haben. Und ich möchte euch von jedem Gewässer einen Fisch präsentieren. Drück mir lieber. Let's go! Fisch. Guter Barsch. Boah, ist ein guter. Das ist ein richtig guter. Das ist geil. Das ist so geil, das ist so geil, das ist so geil. Erster Wurf hier, Chatterbait, der Bladed Jig von Fox Rage und bam, Slick Shatters Trailer. Seriously, guys, ich glaube, der hat die 40. Direkt draufgeballert. Exakt 40. 40 Zentimeter. Danke, mein Dicker.
Danke, tschüss. Gut, wenn es so einfach ist, werden die anderen es auch hinkriegen, also mir jetzt scheißegal, weil ich hab's hinbekommen. Angekommen am Doppelsee im Westen holt sich Patrick mit dem ersten Wurf den 40er Barsch und mutmaßt, dass das vermutlich allen so gehen würde. Doch weit gefehlt. Landry beißt sich am Barsch schon seit einer Weile die Zähne aus. Patrick jedenfalls scheint zur richtigen Zeit am richtigen Ort den richtigen Köder richtig geführt zu haben. Und so liegt er nur noch gute 5 Pünktchen hinter Louis, dessen Angeltag bislang sehr bescheiden verläuft. Ja, was soll ich jetzt großartig noch erzählen? Ich will eigentlich auf der einen Seite, dass der Tag so langsam endet, aber ich will natürlich noch einen Fisch fangen. Ich bin echt ratlos. Ich habe echt viel Strecke gemacht, im Flachen, im Tiefen geangelt. Auf jeden Fall falsch geangelt, weil, ja, Ton habe ich ja gesehen, dass er abgehauen ist hier von dem See. Der hat seinen Schwarzbarsch gefangen. Also gehe ich mal von aus. Landry hat gestern auch gefangen. Aber ich tue mich da ein bisschen schwer mit dem Ganzen. Das, was ich mir so zurechtgelegt hatte im Kopf, geht leider nicht auf. Ich ziehe es jetzt weiter durch. Ich werde bis zur letzten Minute werfen. In der Hoffnung auf einen Lucky Punch. Weil wenn ich heute hier den Schwarzbarsch liegen lasse, dann habe ich ein kleines Dilemma für morgen. Denn ich brauche auf jeden Fall hier einen Fisch. Und am Azul ein Fisch, um die 30 Inselpunkte zu bekommen. Naja. Noch ist ein bisschen Hoffnung da. Es ist wirklich aber nur noch ein bisschen. Ich habe echt keine Ahnung, was ich machen soll. Naja, wir bewegen uns weiter. Ich peitsche weiter. Never give up. Never. Blade Jig in Table Rock. 9 cm. Slick Shad, ein Young Perch, 17 Gramm, der Blade Jig. Und er hat den Fisch gebracht. Super zuverlässig. Mein Barsch. Geil. Richtig fett. Mal schauen, ob hier noch ein paar stehen. Ja! There's no way he will stay on. We got him. A bit too small. It's a shame that he was just too small. If he was the right size, he could have brought me 30 island points. So we have 3 lakes, and that would have been the 3rd lake I caught fish in, which means 30 points.
Wahnsinn, das ist. Es ist irre, wenn man hier Spots gefunden hat, wo Fisch steht und die Bock haben, dann ballert das halt auch. Und ja, und dann kann auch schon mal eine richtig gute Kirsche einsteigen. Also gefühlt deutlich über 40. Aber zieht auch sehr, sehr komisch. Habe ich jetzt einen Barsch quer gehakt? Was ist das? Nee, da fehlt die Flucht. Da habe ich einen guten Hecht dran. Was ist das? Wow, richtig guter Hecht. Richtig guter Hecht. Gott sei Dank habe ich eine Titanspitze dran, aber ich hoffe, die war lang genug. Das ist ein richtig guter Hecht, Leute. Und dafür gehe ich jetzt auch gerne wieder ins Wasser. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich den in den Kescher kriege. Ah, so groß ist er doch nicht. Wir haben die hier Power. Da könnte Verbesserung sein. Ah. Okay, ist eine Verbesserung. Sehr schöner Fisch. Ich weiß, dass Tom vorhat, hier auf große Hechte zu gehen. Ich glaube, das ist nicht dumm. Das ist ein 87er. Ich denke mal, Ton wird hier seinen Meter kriegen. Wow, 87, ich bin zufrieden. Mit einem Hechtsprung im klassischen Sinne verabschiedet sich der Hecht und der bisher längste Fisch der Finalrunde bringt Bewegung in die Tabelle. Patrick zieht nämlich an Luis vorbei. Landry hat aus dem Auto gesehen, dass bei Patrick etwas passiert ist. Do you get some carp? Some, yes. No. I search for perch, but I don't find perch. Only small, and I lost one, like 35, something like that. Yeah. Yes. The small perch are annoying. Good luck, yeah? Yeah, thanks, mate. So, mein eigentlicher Plan war es, Ton und Patrick am Furnas zu besuchen. Bin dann auch schon in die Richtung gefahren, habe die Ergebnisse eingetragen am PC in der Hauptstadt Ponta Delgada. Und dann habe ich aber erfahren, dass Ton gar nicht mehr am Furnas ist. So I got back to where I was this morning. It's the second time for me on this lake already. And I see that you are trying to get a pike. Yes. Is that correct? Yes, I already succeeded, but too small. Ah, but you got one? Yeah, but too small. What too small? Under the minimum size. Under the minimum size, okay. Because I thought. Yeah, I know. Because if it had the minimum size, then you I wish. Already had the 30 island points. Yeah. Yeah. But I guess you also want to upgrade your pike. Yeah, so I chose not to go to perch gear and to try and upgrade the pike while getting the island points. So okay, maybe so. A bit riskier, but. Okay, also er versucht hier zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, die 30 Extrapunkte für das Fangen in allen drei Gewässern sich zu sichern und gleichzeitig auch noch den Pike abzugraden. But now you are still with a lure that yeah, could also get an average pike. Yeah. You're not, yeah, not on yeah. big baits yet. No, no. Because it's tomorrow. I think you said that for the final day, if yeah. everything goes right. Yeah, if I have the island points, I will go for a big pike, yeah. Yeah. At least I will try. I wish you much luck with that. Thank you. How was the feeling to catch your first black bass? It was good. Yeah? It was really good. It was quick. It was quick, huh? Yeah, it was fun. And then I had like maybe 5 or 6 more black bass on top water, but very small. Okay. Those are the wading shoes? Yeah, yeah.
The beautiful white Puma wading shoes are out now? Yeah, they're still wet from yesterday. Okay. Not that good wading shoes, apparently. Why did you choose this lake and not the other side? I had some information, or I got some information that the pikes here are bigger. In the very shallow In the very shallow areas. Because when we were here 3 years ago, we never fished this side of the lake because we thought it was too shallow. So shallow. Mm-hmm. And yeah, maybe we were absolutely wrong. We will see. Yeah. I try tomorrow as well here, so. Okay, cool. So, ich werde mich jetzt hier nochmal für die letzte halbe Stunde auch zu einem anderen Teilnehmer begeben und gucken, was da so vor sich geht. Gerade peinlich kommt, aber ich bilde mir ein, dass er vielleicht ein Tick größer ist. Punkt. Ich glaube es nicht. Ich habe einen 22 cm Barsch, Black Bass, auf Sicht gefangen. Hab den da gesehen, hab mir gedacht, der könnte ein Mühe größer sein, meinte ich noch zum Kameramann. Ich probiere es einmal. Upp. Alter, wie krass ist das denn? Wir sind schon auf dem Weg zurück. Wir sind auf dem Weg zurück, Freunde. Und es ist wirklich 13 Minuten vor Schluss. Ich glaub's nicht. Das ist das Wunder vom Pogo. Schwarzbarsch, die Geschichte vorbei. Ich hab den zweiten See. Ich mache einen Haken hinter. Ich glaube. 1,8 Gramm Kopf. Den Shaky da lang gezuppelt, ihm vor der Schnauze. Boah, Gott sei Dank habe ich den gemessen. Jesus. Ich glaub's nicht mehr. Jetzt kann ich morgen ganz entspannt, aber richtig entspannt an den Azul fahren und muss da nur einen Fisch fangen. Dann habe ich die Inselpoints. Ein Topwater-Fisch wäre noch gut, damit ich keine extra. Dann hätte ich die Full Card, die absolute Full Card. Nicht mit den besten Fischen, aber mit Fischen. Junge, ist das krank. Dann brauche ich 7 Stunden und 47 Minuten hier. Ein kleiner und dennoch ein verdammt wichtiger Fisch für Luis. Mit weiteren 44 Punkten kann er den dritten Platz von Patrick zurückerobern. Und was sicherlich genauso wichtig ist, mit diesem Fisch wahrt er die Chance auf 30 Island Points und bleibt im Rennen um den Pokal. Ohne die 44 Punkte für den Fisch und die Extrapunkte wäre er definitiv aus dem Titelrennen raus gewesen. You're never going to believe this. Never, ever, ever. Look. What we caught. I mean, who could have guessed that? We put on a raw bite, 15 centimeter, to catch a big pike, and we catch a small perch of 15 centimeters on it. I mean, the lure is really bigger than the perch. It's crazy. We put it back, it's not the minimum size again, but what a freaking weird perch. I don't know what he thought he was attacking, but that's something new for me. Never knew the raw bite 15 was good for perch angling. Good to know. I don't find the perch, only small. So we are on the water and we fish the deep area, but there is only a small fish.
really complicated. Really difficult. I will try with a shutter bait close to the shore for a pike or a perch, I don't know. And the red corner, the crawfish, and the left corner, this is the shutter bait from LMAB. Who would win the fight? Yeah! Während Landry Kämpfe mit Flusskrebsen organisiert, geht es bei Patrick weiterhin spektakulär und emotional zu. Yes, Mann! Yes, Mann! Yes, Mann! Boah, war das einfach, das unfassbar geil, sowas zu erleben. Wie der Hecht hinterherkommt und direkt vor den Füßen. Mann, ich liebe Angeln! Ich dachte, ich muss auf Stickbait setzen, da Papa nicht so effektiv ist und stattdessen. Ja, vertrau KVD Splash. Das ist einfach Papa, der bei mir immer wieder funktioniert. Ist 60 plus. Ich will das arme, magere Kerlchen jetzt aber auch nicht zu lange strapazieren. Und. Oh, warte mal. Cool, weiter geht's. Auch wenn der Hechtfang längenmäßig kein Upgrade bringt, holt sich Patrick kurz vor Abpfiff noch 10 wichtige Top-Water-Punkte. So, es sind 2 Minuten nur noch. Ich kam hier gerade zu Patrick, durfte noch mal Zeuge eines schönen Fangs sein. Hab vom Auto aus gesehen, dass Patrick da kurz vor den Füßen einen Fisch eingestiegen sein muss. Laut WhatsApp-Nachrichten Hecht. Hat sich auch noch mal richtig gefreut, Patrick. Ich entnehme deiner Freude, dass der Tag heute insgesamt besser gelaufen ist. Ja, als der definitiv. Also es war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe heute mehr Punkte gemacht mit den Zandern alleine als gestern mit allen Fischen den ganzen Tag. Es ist, war wirklich richtig geil. Dir fehlt noch der Bass. Gehst du da morgen direkt drauf, morgen früh? Ja, klar. Ich freue mich zwar gar nicht auf den See da runter zu latschen. Ich freue mich auf den See, wie der ausschaut, aber das Runterlatschen, da habe ich echt Schiss vor. Das jetzt, ist übrigens jetzt dein letzter Wurf. Beiß, 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 beiß. The last cast of the day. It was good for pike, but not for perch. I don't find a big perch. I need to get a big perch tomorrow, because my biggest is 25, I think, so. Oops. Thanks for watching and see you for the last day. Ah, what a search again today. And a good day after all. I mean, we upgraded nothing, but we got 40 bonus points and we got a big black bass. Sounds like a good day to me. And tomorrow we have one plan that's catching first a small fish to get the island points, the 30 points. And from the moment that we have that, we will target big pike. So that's the plan for tomorrow. See you tomorrow and drück mir die Daumen. Was soll ich euch sagen? Was war das bitte wieder für ein Tag? Kurz vor Schluss hol ich noch den Fisch, den ich gebraucht habe, hier an diesem See. Also ich muss sagen, wunderschönes Gewässer, ja, darf ich nichts Schlechtes drüber sagen, aber dieser See hat mich ehrlich fast gebrochen heute. Ich bin noch im Rennen, Freunde. Morgen heißt es für mich an den Azul fahren. Ich werde morgen dort probieren, einen großen Barsch zu fangen und einen großen Hecht. Das soll es beides da gut geben. Ich würde sagen, wie in der Gruppenphase, Mission Armageddon wird jetzt gestartet. Also seid gespannt auf die nächste Folge. Patrick, freut mich auf jeden Fall, danke, mein Lieber, dass du wieder ein bisschen glücklicher bist und wieder Spaß am Angeln hast. Ich habe es gestern schon versucht, das erklären noch heute. Es tut mir leid, dass ich so emotional bin. Du musst es nicht leid tun. Wir wollen Emotionen auf jeden Fall sehen. In welche Richtung auch immer. Natürlich wünschen wir allen positive Emotionen, aber negative gehören immer auch okay, dazu. Ne? Abwechslung ist auch okay. Heute Abend muss ich vielleicht jemand anders trösten.
Das kann ich natürlich jetzt an der Stelle nicht verraten, weil du natürlich nicht über die Ergebnisse der anderen informiert bist und das auch nicht sein sollst. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen in dieser Folge. Ich hoffe, dass ihr uns was Nettes unten in die Kommentare reinschreibt, einen Daumen nach oben gebt, gerne den Kanal abonnieren. Natürlich freuen wir uns auch immer über Support in der YouTube Predator Cup Kategorie bei uns im Online-Shop. Wenn ihr da einkauft, hilft uns das weiter, dieses Format weiterzuführen. Und dann wünsche ich natürlich allen frohe Weihnachten, auch wenn es jetzt hier bei uns nicht so wahnsinnig weihnachtlich aussieht. Diese Folge kommt kurz vor Heiligabend und deswegen schöne Tage im Kreise der Familie und der Liebsten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Allzeit Heil Lines.